Dieses Video wird präsentiert von Toptables. Ja, Hallöchen. Frisch erholt von meinem kleinen Kurzurlaub melde ich mich zurück mit der neuesten Warhammer Age of Sigmar Stormbringer Ausgabe Nummer 23. Ja, ich habe es erwähnt, ich habe eine kleine Fahrradtour gemacht von Köln nach Noordwijk in Holland und war super schön. Mehr dazu werde ich auf jeden Fall auch dann demnächst auf meinem Zweitkanal so ein bisschen auspacken. Könnt ihr gerne reinschauen, wird in den Endcredits verlinkt oder sonst halt in der Videoinfo. Falls euch das Thema interessiert, gerne mal reinschauen. Reinschauen werden wir auf jeden Fall auch in diese Ausgabe. Vorher gucken wir uns aber das Modell dieser Ausgabe an. Den Fürst Aquilor oder Lord Aquilor oder wie auch immer der dann im Englischen heißt, besteht aus diesen beiden Gussrahmenhälften, die hier aneinander befestigt sind, und einer Base. Das Modell kostet bei Games Workshop 35 Euro Liste. Ihr spart also gegenüber dem Kauf bei Games Workshop locker 24 Euro. Gegenüber anderen Händlern kann es natürlich ein bisschen weniger Ersparnis sein, aber alles in allem finde ich eine nette Ersparnis und auch ein sehr schickes Modell. Ich mag hier diesen Greifen, Drachen, was auch immer das ist. Sieht sehr cool aus, schön detailliert. Was ich noch ein bisschen schade finde und wahrscheinlich auch für viele Menschen, die gerne Kitbags machen, also sprich bestehende Modelle nehmen und die umbauen, ist wahrscheinlich ein bisschen schade, dass der Stormcast Eternal, der hier auf dem Viech drauf sitzt, ja, schon hier einmodelliert ist auf dem Sattel. Also sprich, ihr könnt nicht Reittier und Reiter voneinander trennen, ohne hier jetzt groß mit Dremel und weiteren Werkzeugen rumzuhantieren. Finde ich sehr schade. Ich mag es eigentlich immer, wenn man Reiter und Reittier getrennt voneinander irgendwie bearbeiten kann. Naja, sei es drum. Jedenfalls an sich super schöne Details an dem Modell, aber ich glaube, da brauche ich bei Games Workshop das gar nicht mehr groß dazu erwähnen. Man kann von Games Workshop halten, was man will, aber die Modelle sind top-notch, also finde ich absolut nichts dran auszusetzen. Und mit ein bisschen Malskills, ein bisschen viel Malskills, kann das Modell dann so aussehen. Bei mir wird es wahrscheinlich aussehen wie Kraut und Rüben. Aber ich werde es bei Zeiten darauf ankommen lassen. Ich sehe gerade hier dieses Muster auf dem Oberschenkel. Das sieht sehr cool aus. Da wollte ich mich auch mal so ein bisschen schlau machen, wie man solche Musterungen herstellen kann. Dann haben wir hier den ersten Artikel, das Nekrobeben. Das hat zum Ende der alten Welt geführt, wenn ich mich da recht entsinne. Ich habe diesen Umstieg von Warhammer Fantasy zu Age of Sigmar irgendwie so sehr beiläufig mitbekommen. Ich weiß halt nur, dass quasi die Skaven irgendwie Nagash's Pläne durchkreuzt haben und dadurch dann halt quasi ausgelöst haben, dass die alte Welt explodiert ist und dann von Sigmar sozusagen dann in diesen Realms neu erschaffen wurde. Kann es sein, dass ich jetzt gerade totalen Bullshit erzählt habe? Nagelt mich nicht drauf fest. Macht euch ja gerne selber schlau und sagt mir, wo ich falsch lage. Jedenfalls erinnert mich das Ganze ein bisschen an Marvel Secret Wars. Und fand ich ganz eine sehr coole Storyline. Noch gar nicht so alt. Wenn ihr Bock habt drauf und Marvel mögt, lest mal nach. Fand ich mega unterhaltsam. Die Seelenkriege, genau, das war so quasi die Storyline der zweiten Age of Sigmar Edition. Nagashs Untergebene neu ermächtigt, haben dann die Welt sozusagen terrorisiert. Gab es dann auch eine entsprechende Starterbox, Soul Wars, die habe ich mir damals auch geholt. Das war dann auch so mein Haupteinstieg in Age of Sigmar tatsächlich. Ich habe die erste Edition von Age of Sigmar so gar nicht wirklich mitgenommen. Ich war so der Zeitpunkt, wo ich dann Daughters of Cain angefangen habe. Kurz darauf kam ja schon die zweite Edition. Daughters of Cain war da das erste Battletome, was quasi mit der zweiten Edition im Hintergrund oder im Hinterkopf geschrieben wurde. Alles ein bisschen verworren. Dann eine Geschichte namens Gift. Alyria Sturmwind mag die Orks zurückgedrängt haben, doch was wurde nach ihrer Neuschmiedung aus ihnen? Also ein bisschen wieder was zum Nachlesen. Dann hier wieder so ein Datenblatt, also so ein Hintergrundblatt für den Fürst Aquilor. Wie macht ihr das eigentlich? Gebt ihr euren Einheiten oder euren Modellen Namen? Also ich habe jetzt schon öfters
gesehen, dass manche Menschen hingehen und wirklich dann jede Miniatur Namen erstellen und den Namen dann sogar seitlich auf die Base schreiben, also hier auf diese, auf den Rand. Finde ich an sich eine super coole Sache, aber dafür bin ich zu komplett zu unkreativ, mir für wirklich jedes Modell einen eigenen Namen auszusuchen. Und gerade wenn man dann so Massenarmeen spielt, ist das eher so, das kann ich mir gut vorstellen, bei so Grey Knights oder, wie heißen sie jetzt hier, die Adeptus Custodes, wo man nicht wirklich viele Miniaturen hat, finde ich das ganz cool und thematisch passend, aber bei zum Beispiel Slaanesh oder anderen Massenarmeen finde ich das eher unvorteilhaft. Ja, die Bauanleitung für den Fürst Aquilo und sein Reittier. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass man beides nicht getrennt bauen kann. Also ihr könntet hingehen, wenn ich das hier so sehe, den Griffin zusammenbauen und den Stormcast-Tunnel da drauf teilweise zusammenzubauen und dann, ich finde es ehrlich gesagt sehr suboptimal. Also gerade, okay, es ist ein Charaktermodell oder ein Heldenmodell, bringt jetzt nicht viel, den zweimal Armee zu haben, aber das finde ich, es erschwert oder macht nahezu unmöglich, da seine Modelle zu individualisieren. Also es ist so ein bisschen, auf der einen Seite schafft es Games Workshop super schöne dynamische Posen zu machen, super detaillierte Modelle, aber das alles halt auf Kosten der Individualität. Also wenn ich mich an damals erinnere, als ich mit Warhammer angefangen habe, da gab es Oberkörper, da gab es ein passendes Armpaar, es gab Beine und Köpfe und das konnte man untereinander alles so tauschen, wie man wollte. Und das geht mittlerweile nicht mehr, weil man halt irgendwie dann ein Teil vom Bein hat, wo dann noch irgendwie ein Stück vom Rücken dranhängt und also als nicht mehr so leicht individualisierbar wie früher, aber dafür halt auch dynamischere und coolere Posen. Pest oder Cholera, wenn ihr mich fragt. Ich kann damit leben, aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen schade. Bemalanleitung für den Fürst Aquilor. Und es sieht doch mittlerweile ganz brauchbar aus, wie ich finde. Hier wird dann auch direkt mit der Contrast-Farbe gearbeitet. Sehe ich gerade. Der hat verschiedene Kopfauswahlen. Also zumindest sehe ich hier jetzt einen behelmten Kopf und irgendwo müsste auch ein unbehelmter Kopf sein. Ja. Das ist einmal hier Kopf ohne Helm, einmal Kopf mit Helm. Finde ich immer ganz cool, wenn man da die Möglichkeit hat, sich da zu individualisieren. Auch wenn es halt nur der Kopf ist. So, gucken wir uns die Schriftrolle an. Die ist natürlich, wie ich schon öfters erwähnt habe, noch auf Basis der dritten Edition. Die vierte Edition kommt jetzt im Juli. Was sich da ändert, das müsstet ihr wahrscheinlich selber nachlesen. Ich glaube, Mitte Juli geht die verbesserte Warhammer-App online, mit der ihr dann halt auch Armeelisten für die vierte Edition schreiben könnt oder bauen könnt. Und ich bin mal gespannt, was ihr dann in der vierten Edition raushaut. Jedenfalls gucken wir uns die Schriftrolle auf Basis der dritten Edition an. Und das kleine Kerlchen ist mit einer schweren Bolzensturmpistole ausgerüstet. Die hat 12 Zoll Reichweite, macht 4 Attacken, trifft auf die 3+, verwundet auf die 3+, hat minus 1 Wucht und verursacht einen Schaden. Das ist schon ganz nett, also damit kann man durchaus mit etwas Glück oder vielleicht mit Unterstützung von anderen Einheiten, die zum Beispiel Trefferwürfe verbessern oder Wunden verbessern und so weiter und so fort, auf jeden Fall gut was mit reißen. Nahkampfwaffen, sterngebundene Klinge, Reichweite 1 Zoll, hat 3 Attacken, trifft auf 3+, verwundet auf 3+, minus 1 Wucht und 2 Schaden. Das finde ich schon wieder ganz nett. Und dann Schockhandaxt. Ach, das Kerlchen. 2 Nahkampfwaffen. Oder ist das jetzt hier auch wieder so? Also ich habe gesehen, auf jeden Fall ein Schwert. Das müsste die Klinge sein. Und wo ist jetzt die Handaxt? Ist das hier die Handaxt? Ich glaube, das ist die Handaxt.
Und kommt die einfach nur irgendwo dran oder hat er die als Option? Das will ich jetzt gerade noch nachgucken. Sorry für das Hin und Her. Ah ja, genau. Also ihr könnt auswählen. Nein, die kommt so mit dran. Ah genau, okay, die wird sozusagen, wenn ich das richtig sehe, am Gürtel befestigt. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Und er trägt sozusagen beide Waffen. Aber wenn ich es... Ich habe es schon ewig nicht mehr Aether Sigma gespielt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsst ihr euch aussuchen, mit welcher Waffe er angreift. Macht ja auch irgendwo Sinn. Also... Schock hat Axt, hat 1 Zoll Reichweite, 2 Attacken auf die 3+, verwundet auf die 3+, hat minus 1 Wucht und verursacht 2 Schaden. Also... Etwas also eine Attacke weniger als die sterngebundene Klinge. Aber dann hat unser Vögelchen hier auch noch scharfer Schnabel und Klauen. 1 Zoll Reichweite, 3 Attacken auf die 3+, verwundet auf die 3+, minus 2 Wucht und 1 Schaden. Also, falls euer Lord Akilor nichts reißt, könnte euer Vögelchen hier immer noch dem Gegner ein Auge auspicken. Achso, ich habe ja noch, bin noch gar nicht fertig. Mensch, was mache ich denn hier? Hat 8 Wunden, das ist ordentlich, 3+ Schutz, 9 Mut und 12 Zoll Bewegungsreichweite. Klar, ich meine, sie hat Flügel, der... Hat der Flügel? Nee, hat keine Flügel. Mensch, was erzähle ich denn heute auch? Nein, es hat keine Flügel, aber es ist natürlich ein Reittier mit ordentlich Muckis in den Beinen, also der kann schnell rennen. Hat dann außerdem, ja, die Fähigkeit Reittier, der Sturmgriff des... Sturmgriff oder Griff oder Griff. Diese Einheit ist mit scharfen Schnabel Klauen bewaffnet. Klar, soweit. Die Ätherwinde reiten. Sturmgriffen sind, bewegen sich schneller auf dem Ätherwinden, als das Auge wahrnehmbar ist. Anstatt diese Einheit zu wählen, um eine normale Bewegung auszuführen oder sich zurückzuziehen, kannst du ansagen, dass sie auf dem Ätherwinden reitet. Wenn du dies tust, entferne diese Einheit vom Schlachtfeld und stelle sie dann weiter als 1 Zoll von allen Geländestücken und Zielen und weiter als 9 Zoll von allen feindlichen Einheiten entfernt wieder auf dem Schlachtfeld auf. Also, sozusagen eine Teleportationsfähigkeit. Finde ich sehr cool. Ja, und hier wird dann die Fähigkeit auch nochmal in einem Tutorial erklärt. Und dann haben wir hier natürlich auch wieder eine Mission zum Nachspielen namens Oberflächenspannung. Und natürlich kommt hier auch der Fürst Akilor direkt zum Gefecht. Zusammen mit dem Sturmschlag-Streitwagen, 5 Venektoren, Xandias Wahrsucher und der Ritterin Arcanum. Gegen das Bündnis der Zerstörung in Form vom Killerboss mit Pieksgrott, dem Sumpfrufer-Schaman und Topgrott, 10 Wandsreißern, 10 Hauptgrottschlitzern und einmal Matschkriecher Slogoff. Und tatsächlich hänge ich total mit Miniaturen zusammenbauen hinterher. Also der Juni war dienstmäßig bei mir echt mega stressig. Dann kam jetzt mein Kursurlaub dazu. Also der Juli sieht etwas entspannter aus und ich hoffe, dass im Juli endlich auch wieder ein bisschen mehr zusätzlicher Content auf dem Kanal kommt. So, die Schlachtrunde. Alles klar, soweit. Wir werden für diese Schlacht Spielmatten 1 und 2. Ja. Und die Aussicht auf die nächsten beiden Ausgaben. Da bekommen wir mit Oscar 24 den Warnboss oder Loonboss. Sehr cooles Modell, wie ich finde. Und mit Oscar 25 noch ein bisschen mehr Geländer. Die zwei Teile hier. Ein theoretischer Brunnen. Und halt hier die Schatztruhe. Ich mag Gelände. Ich müsste mir eigentlich mal mehr Gelände drucken. Also ich habe einen 3D-Drucker hier stehen. Ich habe durch Patreon etc. habe ich zig STL-Dateien für Armeen und Geländeteile und sowas. Aber ich komme irgendwie nicht dazu, Kram zu drucken. Also ihr seht, nicht nur auf dem Kanal hänge ich hinterher, sondern halt auch beim Drucken. Jedenfalls, sehr coole Ausgabe, sehr schönes Modell. Und ich freue mich schon darauf, das zusammenzubauen. Werde jetzt auch gucken, wie ich im Juli vielleicht hinkriegen konnte, mal einen Livestream zu machen. Wenn es kein Malstream wird, dann wenigstens ein Bastelstream. Und mal gucken, was da im Bereich des Möglichen liegt. Falls es in eurem Bereich des Möglichen liegt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und in den Videoinfos findet ihr den Link zu unserem Discord-Server, zu meinem Instagram, zu meinem Zweitkanal, zur Preisliste
wo alles aufgedröselt ist, was in welcher Ausgabe drin ist, wann die Ausgabe kommt, was ihr an der Spaß gegenüber dem Kaufwehr Games Workshop habt und so weiter und so fort. Schaut gerne rein und schaut auch beim nächsten Video gerne wieder rein. Ich wünsche euch ein paar tolle Tage. Hoffe, ihr schmelzt mir hier nicht weg. Also ich bin hier heute wirklich dermaßen Sofa-Pudding. Es sind über 30 Grad, es ist unerträglich warm. Aber ich mache mir jetzt einen schönen, gemütlichen Abend mit einem Kaltgetränk. Ich hoffe, ihr macht es mir gleich und bleibt unartig. Bis zum nächsten Mal.